Ein wunderschönes, herzliches Grüß Gott, einen schönen guten Tag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Gucken wir doch mal erstmal in mein Inventar. Ich habe es auch mal wieder durchgestöbert und habe was vergessen, es zu lesen. Die gesammelten Erfahrungen, die ich in irgendeiner Exkursion gefunden habe. Ja, mir wurde in den freundlichen Kommentaren berichtet, dass ich hier auf dem richtigen Weg sei, mit dem Stichwort Gilbert, also Gilbert, dass ich jetzt hier, ja, ich war vor Urzeiten, jetzt weiß ich es wieder, dass ich hier bei Gilbert, bei dem Einsiedler, auf dem richtigen Weg sei zu, ja, da ist er, genau richtig. Und da ist der Gilbert, hier ist er, gucken wir mal, okay, er hat nichts mehr, er sitzt da nur noch rum. Okidoki. Und dann gucken wir mal weiter, wo wir denn ankommen. Ach, hier können wir noch ein bisschen sägen und sowas. Schauen wir mal. Ach, das kann ich einfach auch später machen. Es geht nämlich darum, dass ich noch auf des Sehers Spuren bin. Das ist nur ein Holzstumpf. Und noch irgendwo noch eine Truhe zu finden habe. Mal gucken, ob ich die Karte wieder richtig positioniert habe. Aha. Ja. Wir sind auf einem guten Weg dorthin. So, dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. So. Scoutentechnisch. Aha. Das wird übel. Wie viel gibt es denn da von denen noch? Jetzt nur einen, okay. Nee, zwei. Drei. Hauer, hauer. Okay, der ist weiter abwesend, sag ich fast. So, gucken wir mal, kommen wir hier hoch. Zip, da ist ne. Oh, das ist ja cool. Den können wir eigentlich hervorholen. Das ist cool. Werde ich nur noch einen besseren Pfeil reinhauen. Wo ist denn jetzt hier der Bogen so weit unten gelutscht? Hier, meine Herren. So. So, vielleicht kann ich ja schon ab hier. Bleibe ich hier irgendwie hängen? Nein, würde ich nicht hängen bleiben. So, mal gucken. Genau. Los! Okay. Ah, jetzt kommt er. Perfekt. Jetzt nehmen wir unsere geschliffene Banditenaxt. Gucken uns das Ganze an. Natürlich wieder ein bisschen dahin gerafft, ist klar. Schauen wir das, ob wir den mit dem nächsten Suchenden genauso machen können. Gucken, habe ich hier Deckung? Könnte, ja, könnte hinkommen. Oh, die sind immer sehr nah dran. Okay, oh, beide sogar, okay. Das wird übel. Gespeichert habe ich hier. Sind beide dort. Gucken wir mal auf Magie. Und wer denn? Na, wo bist du da? Die Eiswelle mal an. Wählen und. So. Hat mich natürlich ein bisschen verletzt, ist klar. So, aber dafür habe ich beide Suchenden ohne weiteren Schaden dann noch. Na, wo ist der andere? Sieht man gar nicht hier bei den Onzerox. Ach. Da ist er. Gut. War auch erledigt. Drei Suchende. Wie, und da es so lange her ist, dass ich hier ein einziges Mal in der Ecke war, ich mich doch noch mal hier um. Um zu sehen, ob mir das bekannt vorkommt. Eigentlich ja, ne?
Nur mal kurz reingucken. Ja. Genau, richtig. Aber weiter brauchen wir nicht schauen. Okay. Dann. Yeah. Gucken wir weiter, wo wir denn so richtig lang gehen müssen. Oh, wir sind ja ganz weit ab vom Schuss, meine Herren. Hä? Das heißt in die Richtung. Schauen wir mal, ob das klappt. Das sieht gut aus. Lalalala. Ich muss ja schon mal hier oben gewesen sein. Weil A, hier kaum noch Loot vorhanden ist. Und B, ich einen Schlüssel für die Truhen habe. Also für alle Truhen. So war das ja auch beschrieben in dem Logbuch. So. Ich weiß noch ganz entfernt. Hier. Hier müsste das irgendwo sein. Nee. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Sehr gut. Ja, ja. Ich und meine Navigation. Okay, also müssen wir hier in die Richtung. Aber aufpassen, nachher kommen wieder Suchende. Suchen? Wo? 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 Na, hier bestimmt jetzt nicht. Hier bestimmt jetzt nicht. Ja, das sieht gut aus. Also kann das hier nur gleich hier sein. Die Truhe. Ja. Hier haben wir ja schon den abgeknickten Baum. So, ich wurde ja gewarnt, dass die Dachse ja nicht die einzigen Wächter seien. Es würden noch mehr passieren. Ich speichere mal. Auf geht's. Moment. Erstmal gucken, ob ich überhaupt rennen kann. Ja, ich kann rennen. Sehr gut. So, dann machen wir gleich hier wieder zu. Der Seher, vierter Brief und vierte Karte. So, und wo sollen jetzt hier irgendwelche Peoples aufgetaucht sein? Stopp. Das war wohl eine Veralberung. Hier ist nämlich überhaupt nichts gewesen. Wo sind hier Wächter? Oder ich habe sie vorher natürlich gekillt. Kann auch sein, aber ich war auch mehr der Meinung, dass die dann erscheinen würden, wenn ich die Truhe öffne, wie zum Beispiel, als der Kane mir erschien, unten in der Bücherei in dem Keller. Gut, okay, lesen wir uns mal die Sachen durch. Gut, als erstes haben wir hier die vierte Karte des Seers. Ding, 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 hoch, runter, kreuz und quer. Wie kann es anders sein? Gucken wir mal nach dem vierten Hinweis. Den haben wir hier. O Suchender, du warst erfolgreich. Unermüdlich folgst du deinem Ziel. Spürst du es auch, wie verbunden wir schon sind? Mach nur weiter und du kommst deinem Ziel immer näher. Du ahnst sicher schon, wohin die nächste Spur führt? Ja, in die Berge. Auch auf dieser Karte ist wieder ein Kreuz. Dort wirst du weiteres finden, der Seher. Na, das habe ich ja kommen sehen. Tja, und wenn man es genau nimmt, dann ist es ganz weit oben im Norden. Und zwar Richtung dieses Wäldchens. Und zwar links oben davon. Da gucken wir mal. Herrlich. So, ist das mit den schönen Sonnenstrahlen. Und da müsste es nicht ganz okay hier in diese Richtung sein. Uh.
Irgendwelche Seher hier? Sehende, Suchende, meine ich. Nee. Okay, also hier. Nee. Dann hier oben wahrscheinlich. Exactement. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich da hoch. Große Frage. How do we get there? Wie kommen wir da hin? Erstmal gucken, ob wir hier in die Nähe hinkommen. Oh, man weiß es nicht, ne? Baumklettern wäre eine Option. Speicher mal. Ich schau mal, ob das überhaupt geht. Kann auch alles Zufall sein. Na. Komme ich nicht hin. Okay, einen Versuch mache ich noch, aber so nicht. Na komm. So sieht's zu dir. So, na, das war ungefähr hier. Genau. Und wie weit bin ich? Nee. Nee, das funktioniert so nicht. Dann gucken wir mal, ob wir hier raufkommen. Ja, wieso kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Nee, nee, nee. Aber wie schon gesagt, ich muss mal alles ausprobieren. Das sieht gut aus. Das könnte eventuell hier. Ja, wir laufen direkt drauf zu. Wir würden hier direkt drauf zulaufen, wenn hier eine Truhe wäre. Okay. Okay. Ja. Oh, das war knapp gewesen. Das war aber knapp. Irgendein Heinz hier in der Nähe? Nee. So, wie weit sind wir von der Truhe weg? Nö, wir laufen direkt drauf zu. Eigentlich. Da ist er. Okay. Sehr fünfter Brief. Okidoki. Und keine Karte. Na, da bin ich ja mal gespannt, was in dem fünften Brief steht. Okay, hier ist auch nichts los. Gucken wir mal rein. Auf geht's. Lesen wir mal. O Suchender, du hast tatsächlich die Gefahren überstanden. Die meisten Golems des Waldes bezwungen? Ja, dann bist du in der Tat würdig voranzuschreiten. Folge mir in ein unbekanntes Land, das längst vergessen ist, nach Jakendar. Der Weg dorthin führt durch eine Höhle, in der garstige Oger hausen, doch du bist stark und wirst sie bezwingen. Der Ort ist auf keiner Karte verzeichnet, doch bin ich sicher, okay? Ich bin sicher, dass du den Weg finden wirst. Hinter dem Eingang der Höhle findest du eine Truhe von mir. Der Seher. Ja, so. So, was meint er denn jetzt damit? Der Seher fordert mich auf, nach Jakendar zu gehen. Der Weg soll durch eine Ogerhöhle führen. Dort soll ich irgendwo hinter dem Eingang der Höhle eine Truhe und vermutlich einen weiteren Brief finden. Wahrscheinlich habe ich die noch gar nicht geöffnet, weil ich habe ja nur einen Schlüssel von dem Seher, der auch für diese Truhe garantiert zuständig ist. So, wir erinnern uns, Jakendar, da gab es den Kilian, der beim Druidenstein ist, aber es hieß ja Ogerhöhle. Ja, okidoki, dann werden wir da mal hinfetzen. Karte haben wir ja nicht. Dann schauen wir doch mal. So, gucken wir mal. Ja, war wieder klar. Sorry Leute, das ist halt eben so. Ich muss mich natürlich wappnen, falls irgendwer hier ist. Okay, hier geht's ja nicht weiter. Da hinten ist Dead End. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
ist es auch. Ach, hier gibt es noch ein bisschen was zu looten. Okay. Kann auch sein, dass hier noch mehr Gletscherquarz hier rumliegt. Und Bergkristall sogar, okay. Tippt sich ja nicht so gut ab hier vom Boden. Und noch was. Gletscherquarzinger. Okay, da oben geht es hoch. Das wird der Eingang sein, aber ich weiß ja nicht, ob wir was Neues finden, wenn wir erstmal in die Tiefe gehen. Ach, du liebes Bisschen, wer bist du denn? Ein Irrlicht. Das hat sich jetzt noch weiter verirrt. Okay. Oh, bum, 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 bum. Okay. Da glimmt es vor sich hin. Nicht zu plündern. Da glimmt es noch vor sich hin. Okay. Da ist was. Da ist ein Suchender. Okay. Das ist ja auch ein bisschen tricky, ne? Da denkt man in der vierten Truhe, würde nur ein Brief drin sein. Also ist auch nur ein Brief, aber keine Karte. Und dann denkt man, okay, das war jetzt die letzte Truhe. Irrtum, Blowing Cake, Pustekuchen, nix da. Okay, komm. Okay, los. Oh, 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 Moment. Lass erstmal gucken, haben wir Deckung? Der muss ja dann irgendwie mal kommen, ne? Also, wenn er nicht weiter seinen Fernkampf machen kann, genau, richtig. Zack, 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 zack. Ah, ja, okay, hat er mich einmal getroffen. Aber das ist so schlimm nun auch wieder nicht. Schauen wir mal weiter. Ups. Stimmt ja. Okay, 360 Grad Kehrtabsatz und wieder zurück in die Ogerhöhle zum Eingang. Lalala, lalala. Da müssten wir eigentlich oben zum Ogersteinkreis kommen. Also zu seinem Steinkreis, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Hey! Okay, geht auch so. Wollte eigentlich hochspringen. Würde mich nicht wundern, wenn noch Suchende auf mich treffen sollten. Mhm. Versteckt hinter so einem Riesenfeld. Sehr gemein. Ach ja. Rennen. Nicht laufen. Ja. Wie war das nochmal? So war es nicht. Mhm. Interessant. Wie sollte man denn da hinkommen? Ach so. Ach so, okay. Nur sicherheitshalber nochmal antesten. Ob ich das schaffe? Sieht aus, als wäre ich da noch nicht gewesen. Das sind so viele Pflanzen. Das sieht entweder nach Kronstöckel oder Feldknöterich aus. Aha. Nee, das ist Textur. Du hier. Feldknöterich. Oh, nur Feldknöterich. Ach, okay. Ich nehme alles zurück. Feldknöterich und Kronstöckel. Und eine Drachenwurzel. Perfektor. Ja, dann können wir wieder zurück. Und wieder weiter hoch. Ups, ups. Bleibt der hier hängen? Auweia, auweia, springen kann ich auch nicht. Mal gucken. Gott, da gab es ja so einen Klammergriff. Und jupp. So,
einmal gespeichert und springen, bevor ich da irgendwie runterfallen täte, tue. Na, da ist nix. Das ist zu steil. Könnte man eventuell... Na, kommt man nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Hier auch nicht. So, weiter geht's. So. Mal vorsichtig fallen lassen hier. Weil da ist nämlich die Verzweigung. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Wie sieht es hier mit der Deckung aus? Die sieht gut aus. Okay. Du sollst seitlich gehen. Okay. Boah. Okay, zweimal darf ich vom Suchenden getroffen werden. Bevor er mich dann ganz niedermetzelt. Okidoki. So, gibt's noch mehr Suchende? Blutspuren. Da ist noch ein Suchender. Okay. Okay. Weg. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal getroffen. Ah, er mich auch. Oh Mann. Hier sind die Kombos echt schlecht anzuwenden, beziehungsweise ich habe mich hier nicht so drauf versteift, sorry. Nun gut. Aber Hauptsache, er ist kaputt. Und hier ist die Truhe und dann wird hier der Ausgang sein. Auweia, gespeichert habe ich. So. Fünfte Karte des Seers und sechster Brief. Na, super, klasse. Fünfte Karte des Seers und sechster Brief. Dunkelpilz. Okay, gehen wir erstmal in die frische Luft. Bei dieser diesigen Höhle hier. Ach ja, richtig, alles klar. Schön, dann lesen wir uns das mal an. Sechster Brief. Oh, Suchender, du bist wahrhaftig stark und wirst nun auch die letzte Fährte finden. Nicht mehr lange und du wirst ans Ziel gelangen. Im Gebiet der Erbauer von Jakenda gibt es ein Geheimnis, das ich dir offenbaren möchte. Auf dieser Karte ist das Tal des alten Volkes verzeichnet. Gehe nun zum markierten Ort und du wirst mich finden. Der Seher. Dann gucken wir doch mal auf der Karte. Wo denn das ist? Okay. Sehe ich ein Kreuz? Nur ein schwarzes, irgendwo da unten. Also Süd-Südost. Das sind die Teleportportalteile da. Okidoki, alles klar. Dann schauen wir nochmal, ob wir ein bisschen Loot gut finden. Ja, wusste ich's doch. Okay. Na also, wuchtiges Fleisch, Obstfleisch, schmeckt auch gut. So, bum. Okidoki, dann werden wir mal Richtung Karte gehen. Das war nicht das, das war das. Oder auch nicht. Ich muss wieder zurück in die andere Welt. Jum. Vielleicht müsste der Übergang stattfinden.
So, dann mal auf nach Jakendar zum Rex-Piratenlager. Na, die werde ich erstmal so ein bisschen beiseite lassen. Gucken, ein paar Minütchen haben wir noch. Okay. Und da hinten bewegt sich was. Upsi-Daisy. So, mal eben ein Pfeil und Bogen mit einem Giftpfeil ausgestattet. Ich schätze mal, da dürfte... Na? Was ist das denn? Hier ist ein Fehler. Ich kann hier schießen, wie ich lustig bin und wird nichts getroffen. Okay, hat mich aber nicht so verletzt. Okay. Hier wird noch mehr. Ja. Oh, Drachensnapper. Oh, war ja. Schauen wir mal, ob ich die dann besser wegkriege. Aber ich glaube nicht. Die sind nämlich reichlich hartnäckig. Gehen wir mal hier die Sache von der Seite an. Ah, komm mal beide an. Ich fass es nicht. Hau ab. Oh, auch das noch. Los. Mach ihn platt. Richtig. So, Horn eines Drachensnappers. Das hat mir nämlich noch gefehlt, als ich mir selber eine Banditenaxt machen wollte. Und hier sind wieder Drachensnapper in diesem Tal von Jakendar. Also hier im oberen Bereich. Gut, okay, dann müsste hier sozusagen noch... ja, hier ist das mit dem Teleportstein. Der Sockel. Plattform. Ich mache mich mal frisch. So, auf geht's. Da sind wir. Das ging ja fix. Und jetzt orientieren wir uns mal auf der Karte. Ah, jetzt werden wir auch gesehen. Aha. Also, wir müssten eigentlich in diese Richtung und ich schätze mal mit dem Umweg durch den Wald durch und dann irgendwie rechts hoch. Weil würde ich jetzt hier direkt drauf zugehen, ich glaube nicht, dass ich da oder hier in die Richtung gehe. Ich glaube nicht, dass ich da direkt an das Kreuz komme. Also, dann werde ich mal dem Weg folgen. Und wie schon gesagt, es gibt bestimmt noch Suchende und noch weitere Kreaturen. Zum Beispiel eine Sumpfratte in Form eines Mole Rats. Mit anderer Textur. Und ein zäher Sumpfgolem. Okay, überlege ich mir mal, wie ich den hinkriege. Ja, okay, ist klar. Wie immer. Okay, jetzt aber. Ging ja fix. Okay. Da ist noch was. Drachensnapper wieder. Ja, ich würde mal sagen, den machen wir noch nieder. Damit wir, für diese Folge leider schon Schluss haben. Und ein Suchender ist auch noch da. Da sollte ich mal eventuell nicht so nah rangehen. So, Deckung suchen. Okay. Dann looten wir den noch eben. Gucken noch mal zum Schluss auf der Karte. Ja, ich schätze mal irgendwie einen Umweg müssen wir machen. Danke, dass ihr dabei wart und geguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.